Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 Simon's Quest mit dem Harem und mit dem Kill Bill 158 mit am Start. Yes, ich grüße ihn. Start. Ist übrigens eine Übersetzung hier, ne? Ja, genau. Wir machen on the fly übers Patching, Quatsch, on the fly Bug Fixing. Wir haben jetzt auch mal geschaut, also das mit dem einen und einen, das ist eine Kompromisslösung. Alles andere haben wir jetzt gefixt, zum Beispiel den haben wir auf den umgeändert, auf den geändert. Also das, was wir ändern können, machen wir auch gleich. Ansonsten bleibt es so. Also die Bugfixes, die sind jetzt natürlich noch nicht eingebaut. Doch, die sind jetzt. Also ja, ich meine jetzt hier rechts, was man sieht. Rechts. Nee, ich will noch hier mit den anderen Leuten sprechen. Achso. Kaufe Knoblauch. Er hat magische Kräfte. Das ist ja echt super. Das ist wie zu sagen, kauf dir eine Banane. Die ist krumm. Okay, wir brauchen glaube ich keine weiteren Leute. Nee. Ansonsten werden wir dich später noch irgendwann treffen. Genau. Oder auch nicht. Wer baut denn hier bitte die Städte so, dass hier mit drin einfach mal so ein Abgrund ist? Ja, jetzt machen wir mal Safe State. Und jetzt mal dort im dritten Knoblauch anbinden. Hier. Da. Jetzt ein Knoblauch anbinden? Ich weiß nicht, wie das geht. So genau, hier anbinden. Da. Kann ich den werfen? Ja. Okay, warte, dann lassen wir erstmal ein Maß nehmen. Gemacht. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Los, tu es. Ja, ich muss erstmal Maß nehmen. Dahin, ja. Wo ich jetzt gerade aufgeboxt habe. Wie jetzt? Was war das jetzt für ein Bullshit? Da kommt ein Opa raus. Aus dem Knoblauch. Nimm diesen silbernen Dolch und schütze deinen Hals. Das ist wieder so eine Kompromisslösung, ne? So, was habe ich jetzt einen silbernen Dolch bekommen? War das jetzt mit Absicht? Was ist denn jetzt hier los? Warum ist das Spiel leiser geworden? Alter, ich könnte schon wieder kotzen hier. Dämliches Tricks, Skype. Weil der Kill Bill jetzt gerade irgendwas gemacht hat. Ey, ich kann es nicht mehr steuern. Jetzt. Ah! Okay, man muss auch ins Spiel wieder reinklicken. Und dann funktioniert das auch wunderschön. Geil. Boah, geil! Ich werde euch alle töten, Mann. Okay, wir gehen jetzt hier ohne Kill Bill weiter. Wir schaffen das auch ohne ihn, das Spiel, ja. Oh mein Gott, ey. Wie mich Skype so tierisch annervt. Dieses Drecks-Russentool, Alter. Ohne Scheiß, Microsoft, ich hasse euch für den Kackbox-Shit, den ihr damit gemacht habt. Ohne Flachs, ey. Oder die Skype-Korb. Oh. Ach was. So, Leute. Da seht ihr das Passwort. Fuck you, ja. Und wir laden wieder. Jetzt setzen wir jetzt ja noch den Knoblauch ein. Ja, Obi. Nimm diesen coolen Dolch, Alter. Und schütze dich. Ja, gespannt, wenn sich der Kill Bill wieder meldet. Vielleicht ist auch sein Internet gerade ausgefallen. Ja, jetzt ist wieder Nacht. Jetzt muss ich die Frames skippen, ja? Ich hab keine Ahnung, wo wir hier wie weitermachen. So. Ja. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier unseren coolen Silber durch. Der ist voll, überkrass. Also da geht's nicht weiter. Ja, das ist nur für zurück. Mich interessiert eigentlich, was die Hände dort machen, aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht das Bedürfnis, über die drüber zu springen, weil die mich sonst greifen wahrscheinlich. So, da würde ich sagen, wir gehen einfach woanders mal lang. Vielleicht schreibt er mich ja auch gleich noch an, der Kill Bill, was da los ist. Man weiß es nicht. Ja, richtig viele von den silbernen Dolchen. Hey, das war voll Premium, oder? Ich hab gut gemacht. Bin ein bisschen stolz auf ihn. Man hat vor allem unendlich davon, finde ich gut. Das ist echt super. Gefällt mir. Gefällt mir, drückt. So, jetzt gehen wir da unten dann lang. Hab jetzt nämlich keine Lust. Warte mal, wir speichern das mal mittendrin. So. Und dann gucken wir mal hier runter. Mal schauen, was jetzt hier auf uns wartet. Oh, ein Höhlchen.
gucken, jetzt können wir schon einfach so durchrennen. Weil wir einfach so stark sind. Ich weiß nicht, ob wir unten lang gehen sollten oder oben lang. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben lang. Der Weg, der scheint mir nämlich einfacher. Ach, siehst du, das da unten ist der Weg dann zurück. Alles klärchen. Oh, fuck. Das geht hier ab. Tschüss. Genau deswegen. Boom. Das finde ich echt gut, dass er durch die Wände durchboxen kann, ey. Das ist halt der Simon. Simon sagt, ich boxe durch die Wand. Und dann macht er das auch. Alles kein Thema für ihn. Ja. Mal zwischendurch wieder speichern, nicht, dass ich das vergesse. Also rechts ging es nicht weiter, da unten ging es auch nicht weiter, also können wir jetzt wieder bloß nach links. Hey. Fuck you. Aber dann können wir wenigstens mal irgendwo Richtung Kirche gehen. Was ist jetzt los? Was ist mein cooler silberner Dolch, Mann? Kannst du nicht den normalen Dolch wählen? Bist du bescheuert? Oh, weißt du, Simon, du Honk. Weil du dir den Kackdolch ausgewählt hast, du blöde Sau. Speichern, 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 ganz oft speichern, speichern. Das ist das neue Lied. Ja, siehst du, geht doch. Alles ja kein Problem, ja. Simon sagt, Silberdolch. Und dann macht er das auch. So wie immer. Ey. Scheiß Kackfledermaus, ja. Ah, jetzt ruft er wieder an. Grüß dich. Was war da los? Ja, keine Ahnung, bei dir muss was los sein. Ich hatte Internet. Ich hatte auch Internet. Nee, das kann nicht sein. Ich habe versucht, dann nochmal zu erreichen. Ging nicht. Vielleicht hätte ich dann doch kein Internet. Ich würde sagen, du hast kein Internet. Tja. Gut. Okay, dann müssen wir halt. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wo ich lang muss. Ich bin weiter nach rechts gelaufen, da kam dann ein Abgrund, wo ich nicht hochklettern konnte. Dann bin ich zurück und nach unten mal lang, da kam auch ein Riesenabgrund, wo ich nicht lang konnte. Jetzt gehe ich gerade zurück in die vorige Stadt. Haben wir gerade einen silbernen Dolch bekommen. Genau, okay, dann gehen wir zurück, genau. Zurück in die Stadt. Und aus der Stadt wieder raus, nach links. Nach links, genau. Und ja. in die andere kleine Stadt, wo wir vorher schon mal waren. Genau. Wir gehen einfach nur zurück. Vertrau mir, geh einfach nur zurück. Ja, du siehst jetzt ja gerade, siehst du, was abgeht? Ja. Das ist gut. Also siehst du auch, wo ich jetzt gestorben bin? Ja. Nee, natürlich nicht. Ich muss mich mit dir erstmal verbinden. So. Oh, jetzt geht ja die Kacke wieder auf und alles blinkert hier lustig und die Leute sehen das alles natürlich. Jetzt habe ich auch noch gespeichert. Oh, Premium-Scheiße, hier kotzt mich das an. Premium-Scheiße. Hä? Was machst denn du? Verbind dich doch mal richtig. Ne, wollte ich doch. So, ja, gut. Klick ja nicht überall rum, ich kann ja nicht. Danke. Du kannst dich nicht wehren. Ey, warte, wo gehst denn du jetzt lang? Du musst was ist denn jetzt schon wieder passiert, Mann? Ausflip-Attacke. Ja, genau. Jetzt gehst du mal nach rechts. Runter. Da war ich doch schon, da ist ein Riesenabgrund, da geht's nicht weiter. Geh da runter. Da ist ein Riesenabgrund, da geht's nicht weiter. Das zeigst du mir mal bitte den Abgrund. Das kann nicht sein, dass du dort schon warst. Na klar war ich da. Nee, hier bist du richtig. Alles okay. Da bin ich verkehrt, da geht's nicht weiter gleich. Ja, hättest du mal die Bücher gelesen, dann wüsstest du da, wie es weitergeht. Ich lese keine Bücher, ich lese Comics höchstens. Ja. Und da sind keine Bilder drin. Hast du gemerkt, dein Schwert wurde verbessert? Also der Messer. Ja, ja, man muss es bloß auch richtig auswählen. Ja, jetzt habe ich bloß noch 2 HP und deswegen wollte ich eigentlich zurück. Nee, das geht schon, das schaffen wir. Oh, weißt du, ohne Scheiß hier, dieses Kack-Wix-Programm kotzt mich übel an hier. Ohne Rage. Load Error. Jetzt hör doch mal auf, hier irgendwelchen Scheiß zu machen, du dumme Kackspiel. Du dumme Kackspiel. Nein, das war nicht einmal das Spiel. Das war also die Verbindung. Jetzt rundherum geraged. Ja, wir müssen dahinter. Das ist alles korrekt. Dann hätten sie Bücher gelesen. Ja, dann wüsste ich, dass ich da die blaue Perle einsetzen muss oder in so ein Quark. Genau, wer weiß denn das? Ja, ich hätte die aber ausgewählt. Gehe vor dem See und knie nieder, stand dort. Achso, soll mich hinsetzen?
Ja, logisch. Das wusste ich nicht. Hast du dich niedergekniet? Nein. Unterwürfig gekniet. Unterwürfig. Wie sollte ich das machen? Das ist ein See. Oh, warum leckt denn das jetzt? Warum du dich hinknien solltest? Ja, das ist doch sinnlos. Weil das Buch das gesagt hat. Ja, das Buch kann mir mal am Arsch lecken. Ich bete doch hier keinen See an. Ich bin Simon. Also, nehmen wir jetzt gerade auf, ja, ne? Ja, ja, natürlich, wir nehmen noch auf. Okay, wir haben noch voll... Oh, fuck! Das war jetzt total glorreich. Wir laufen einfach mal zu. So, so, na dann, wähl ihn aus, den blauen. So. Dann geh aufs zweite rauf und knie dich nieder. Mach ich. Ja, du sollst... Du musst ja ein bisschen warten, du Held. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist so, wie das Buch gesagt hat. Überleg dir mal, ne? Früher, die Leute, die gerade Zeit hatten, die hätten das Spiel nie durchspielen können. Die hätten das Buch gelesen, hätten zwar gelesen, okay, soll ich mich niederknien und blauer See und so, aber die wären... Was? Aber die hätten doch nie im Leben, hätten die sich da, keine Ahnung, so 5 Sekunden so niedergekniet. Hm. Eigentlich nicht, ne? So toll, jetzt habe ich ja 2 HP und soll ins Schloss, oder was? Na logisch, das muss jetzt rocken. Also das ist ja mal totaler Blödsinn. Ja, das ist ja im Grunde kein Endboss, von der Seite geht's schon. Ach, das ist das Schloss. Na, viel Spaß. Na toll, danke. Weißt du, lässt mich ja nicht mal zurücklaufen, um HP zu regenerieren. Nee, keine Chance, da weil ich nicht weiter. Das übelst weit weg ist. Ich überlege gerade auch mal irgendwie ein Secret. Das war überhaupt nicht übelst weit weg, das waren noch 2 Screens. Das ist übelst weit weg. Na, shitty shit. Das wird jetzt Hardcore, ne? Danke. Das Schloss ist nicht gerade... wenig. Ja, das Schloss ist durchaus... Durchaus lang. Scheiße. Muss ich überlegen, wie man am besten dahin kommt. Warte mal, wir haben doch jetzt die blaue Perle. Die blaue Perle haben wir. Die Frage ist, was wollen wir denn da oben dann? Wir können doch mal Kleider rechts lang. Oh fuck. Oder? Oder? Ist doch voll da. Du bist jetzt hochgegangen, ne? Bestimmt. Hm. Ja, voll fehl. Geh mal hier runter. Genau hier runter. Geh mal. Ja, ja, warte doch mal ab. Ich will jetzt hier erstmal noch checken. Ja, achso, ich weiß. Du checkst doch hier mal den ganzen Zeug. Nur mal so, da gibt's nichts. Im Grunde. Und jetzt? Scheiße, kannst du jetzt hier rechts lang gucken? Ja, das müsste unsichtbar sein. Ruf mal rein. Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle, ne? Also, da muss er drauf kommen. Alter, tja. Das ist ja echt krass. Jetzt, der springt! Ja. Der springt! Ja, das ist ultra krass. Ultra hardcore. Ultra hart. Jetzt unten bleiben, so, im unteren Teil. Soll ich da jetzt hochruppen? Na, immer gerade. Naja, immer geradeaus nach unten bleiben und geradeaus. Und dann nach oben theoretisch, ja. Wenn du es hinkriegst. Hi Opi. Eichenpflock mitnehmen. Ja, den nehmen wir auch mit. Ja, das Problem ist, den brauchen wir ja, um dieses Siegel da zu öffnen. Später. Dieses, weißt du schon, dieses. Nein, was willst denn du hier machen? Ja, genau ist oben ja... gibt's was. Siehst du da oben? Ja, ja, aber ich will gerade gucken. Habe ich den Pflock jetzt weggeworfen? Oh nein. Ich habe nur einen von diesen Pflöcken. Den Pflock okay. Habe ich nur ein einziges Mal. Ja. Boah, was ist denn das für ein Shit, ey. Du sollst den ja auch wo einsetzen. Ja, toll. Aber wo soll ich denn wissen, dass ich davon nur einen habe, wenn ich von dem anderen unendlich viele habe? Ja, das ist halt, ne? Bist das ist ja absolute Scheiße. Komm, ich lad nochmal. Ja, genau. Hast du den jetzt auch? Ne. So, Eichenpflock kaufen, Manau. Jo. So, streng dich mal wegen an. Jetzt dann müssen wir hier hoch, wo das Gerippe ist. Ja, mach ich. Das krieg ich hin, kein Problem. Ja, dann streng dich mal an. Und zwar musst du das Ding, was der so schön herschiebt, dazu benutzen. Doin. Es ist ein bisschen tricky, ne? Aber das kriegst du hin, oder? Hab ich geschafft. Stopp. Siehst du hier, stopp, bleib da oben. Hier siehst du doch diese Fenster, ne? Ja. Und das ist hier nur unsichtbar, dort nur unsichtbar. Und hier und hier. Also quasi immer, wo die Fenster sind, ist quasi unsichtbar. Du fällst da rein. Kriegst du hin, ja? Deswegen leuchtet das Skelett auch auf der Stelle hin und her. Bigo. Okay. So, und da hinten kannst du jetzt von mir aus mal eine Nuke-Bombe setzen. So.
breche den Fluch mit dem Herz Draculas. Yeah, wir brauchen das Herz von Dracula. Kein Problem. Aber das wussten wir schon, das ist jetzt nichts Neues, also dass wir da quasi seine Genitalien brauchen dafür. Seine Gene. Seine, ja, du weißt schon. Genau. Sein Zeug. So, jetzt gehen wir zurück und die Treppe, die wir vor uns ignoriert haben, gehen wir hoch. Wie lang? Gehen wir hoch. Treppe hoch. Die auch, ja? Ja, immer schön hoch. Immer nach oben, ganz nach oben. Das war knapp, ha? Das war so ultra knapp. Das war aber geplant knapp. Das wird sonst auch gleich ein bisschen heavy. Nee, Quatsch. Machen wir hier lieber ein Safe mal. Ich hab grad Aussehen gemacht, aber okay. Ja, dann machen wir gleich noch rein. So, was gibt's sonst Neues? Ja, an sich war das Spiel, wie gesagt, eigentlich. Eigentlich war es schön zu übersetzen. Eigentlich kann man nichts sagen. Toll, jetzt komme ich an das Herz nicht ran. Ah, das brauchst du nicht. Rötz. Also nochmal gesaved, ja? Ja. Jetzt links dann da hoch, da wo es so schwarz ist. Was gibt's denn sonst noch zu Castlevania zu sagen, Mensch? Das ist eine Serie. Mhm. Von vielen weiteren Spielen. Castlevania wurde auch mal auf 3D gemacht, glaube ich, ne? Ach klar. Auf dem N64 und das soll, ich hab's ja nie gespielt. Ja, das soll gut sein, ja? Das soll ja grottenscheiße sein. Nee, ich weiß keine Ahnung. Ich hab's mal auf dem N64 sogar mal gespielt, den ersten Teil. Es ging schon, so schlimm war es jetzt auch nicht. So, bleib mal oben und nimm mal wieder deine Nuke-Bombe. Da hast du ganz am Rand, nee, ganz rechts am Rand hast du dann wieder was. Oh. Rufe auf Friedhöfen mit Knoblauch-Zigeuner. Alles klar. Das hatten wir ja auch getan, da hätten wir nämlich dann diese Silberteile gesehen. Das war ein Friedhof, wo ich da war, okay. Ja, ja, das war ein Friedhof. Ein, wie heißt Friedhof auf Englisch? Ein Graveyard. Graveyard, genau. Marshall Graveyard. Graveyard. So, jetzt müssen wir runter. Läuft schon richtig. Und dann haben wir es geschafft, das Schloss. Das war jetzt aber lucky. Naja, weil ich dir gesagt habe, wo du lang musst. So, jetzt brauchen wir dieses Oak Stack. Also diesen Holzblock. Ach so. Guck, dass du daneben stehst, ne? So. Boom, ja. Ah, jetzt haben wir hier das Ding, jetzt kriegen wir den Eisbeam. Du nimmst das Herz von Dracula. Ach ja, und am Ende müssen wir dann Dracula so zusammenbasteln, so Frankenstein-mäßig. Genau. Wir kommen dann zum Doktorspiel. Geile Scheiße, da freue ich mich schon richtig drauf. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES. Die deutsche Übersetzung von Kibble 158 habe ich, glaube ich, am Anfang des Parts gar nicht so konkret erwähnt. Abonniert mich hier auf YouTube. Einfach da unten auf den Knopf drücken, ja, weiß Bescheid. Jo. Und eine Facebook-Seite gibt es auch noch, die heißt lemongrace.de. Genau. Also facebook.com/lemongrace.de oder ihr guckt einfach auch mal direkt auf www.lemongrace.de oder ohne www. Ja, könnt ihr mal vorbeigucken im Blog sozusagen, ne? Macht's also gut, bis dahin und tschaußen. Genau, da rocken wir die Scheiße hier weiter. Hier rocken wir mega geil. Bis zum bösen Ende, bis zum guten Ende, meine ich. Bis zum bösen guten Ende. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Ciao.